Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge vom FIFA 18 Karrieremodus mit Holstein Kiel. Unsere Mannschaft will sich gleich ins Getümmel schmeißen gegen Heidenheim. Und ich habe für euch eine Ankündigung, eine kleine News, wie es in Zukunft hier weitergehen wird. The Journey ist zu Ende. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit, mich auch mehr um Karriere zu kümmern, eventuell auch andere Spiele zu spielen. Und ich habe mir gedacht, ich werde erst einmal so ein bisschen oldschool-mäßig back to the roots werden. Heißt für euch, ich werde die Spiele nicht schneiden, nur vielleicht irgendwelche Sachen rausschneiden, die vielleicht wirklich nervig sind, also irgendwie das Training vielleicht oder so, aber halt nicht die Spiele jetzt direkt schneiden. Hat einfach den Grund, ich möchte, dass auf dem Kanal regelmäßig Videos erscheinen. Ich schaffe es aber nicht, so krass aufwendige Videos zu machen, also dann habe ich einfach nicht die Motivation. Dann denke ich, okay, heute noch ein Video machen, das dauert mehrere Stunden, bis ich damit fertig bin. Ja, na gut, dann heute nicht. Und das ist auch für euch schade, denke ich. Der eine oder andere wird dann sagen, nee, habe ich keinen Bock mehr, die Scheiße hier anzuschauen. Kann ich verstehen. Wenn ihr ein ganzes Spiel nicht schauen wollt oder auch nicht da drinnen vorspulen möchtet, dann ist das euch überlassen. Diejenigen, die sagen, hey, cool, dass du dann trotzdem versuchst, Videos täglich rauszubringen. Ich versuche es zumindest. Ich kann es euch natürlich auch nicht hundertprozentig versprechen. Denn ich habe halt auch ein Leben und da möchte ich auch ein bisschen meinen Spaß haben. Nicht nur mit den Videos, das ist halt ein Hobby. Aber wenn das Hobby nur Arbeit ist, ist das halt auch irgendwann so ein bisschen nervig, wenn man das halt nicht hauptberuflich macht. Ne? Ich mache halt YouTube nicht hauptberuflich. Und deswegen, ja, werde ich erst einmal so ein bisschen das nutzen, um auch Videos vorproduzieren zu können oder mehrere Folgen vorzuproduzieren und dann nacheinander die Sachen einfach raushauen zu können. Und ich hoffe, dass es euch dann trotzdem gefällt. Wir werden hier, wie gewohnt, mit Holstein spielen. Ihr werdet auch an den Transfers teilhaben können. Gar kein Problem. Vielleicht werde ich dazu dann noch Livestreams machen. Mal schauen. So viel erstmal dazu. Unsere Mannschaft sieht nicht ganz fit aus. Macht uns nichts. Wir machen uns jetzt auf ins Spiel gegen Heidenheim. An der Stelle Daumen nach oben, wenn ihr trotzdem Bock habt. Und Schönwetter Otaldo hat dann keinen Bock auf Schauer. Deswegen gibt es heute heiteres Wetter. Und damit ab ins Match. Bis gleich. So, da wollen wir mal direkt loslegen. Das Spiel Holstein Kiel gegen Heidenheim steht an. Unser junger Nachwuchstorhüter. Im Tor. Hoher Druck, offensiv. So, und dann mal geschaut. Jawohl. Einmal da zu dir. Unsere Nummer 10. Oh. Er versucht sich da durchzutanken, kann leider den Ball nicht behaupten. War auch schwierig. Und das ist natürlich eine ganz gute Aktion. Oh, 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 oh. Zack, sehr schön. Okay, ganz... Das war doch richtig sauber. Das war... Hä? Ich habe den Ball mitgenommen und der sabbelt da was von faul. Also ich glaube, der Schiedsrichter hat wieder Tomaten auf den Augen. Aber okay. Sehr gut. Wir bleiben dran. Hermann. Auf Schindler. Sehr schön, der ist da durch. Und er macht das 1-0. Doppelpiece, Freunde. 1-0. Osave, es ist gar nicht Schindler. Ja, ich habe gedacht, es wäre Schindler, weil er über den Flügel so ein bisschen kam und er, ja, dunkle Haut hat. Bin ich ausgegangen, es ist Schindler. Ich habe nicht die Nummer genau erkannt beim Spielen, aber dass wir hier sehr früh ins Geschehen eingreifen, 5. Ligator, 1-0 hier für uns, das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. 7 Minuten. Da bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das ist völlig in Ordnung. Super gemacht. Ja, komm. Oh! Geht es schon wieder los wie in Squad Battles? Nur ist meine Mannschaft hier wesentlich schlechter. Nicht so ganz OP wie in Squad Battles. Oh, Save. Ja, da wird erstmal geklärt. 10 Minuten gespielt. Sehr schön, Freunde. Genauso will ich dort sehen. Na, da probieren sie es. Jetzt nochmal mit der Flanke darüber. Oh! Es hat zweimal nicht geklappt, dass ich den Ball rüberlegen konnte. Deswegen dachte ich, vielleicht nochmal den Abschluss selbst wagen. Hat nicht geklappt, aber wir sind hier sehr gut davor.
Jungs, dranbleiben. Okay, unten rum. Langford. Wird geklärt, aber nicht so richtig. Oh, Junge, Junge, Junge. Der war zu lang. Es war halt R1-Dreieck. Das ist schon wieder im Strafraum. Es geht nicht raus. Jungs, wir haben hier gerade ein ganz gutes Problem. Feig. Ja, gibt die Ecke. Knapp 20 Minuten gespielt. Heidenheim jetzt hier mit der Möglichkeit, das Spiel zu drehen oder anzugleichen wieder. Ausgangssituation wiederherzustellen. Aber wir können die Pille retten. Jetzt geht's mit Schindler. Der ist doch recht schnell, hä? Einmal da rüber. Sehr schön, Dukes. Oh, komm. Was? Ah, da konnte sich nicht mehr durchsetzen. Wurde da so ein bisschen angegammelt. Sehr schöner Pass. Sehr schön. Oh, läuft da auf und verletzt sich an der Schulter oder was? Oh, come on, steh auf. Bist du doll verletzt? Ich hoffe nicht. Er kann wieder laufen. Ich sehe nur noch kein Symbol, ob er sich jetzt irgendwie verletzt hat oder eben nicht. Es wäre nicht wünschenswert. Wir hatten einfach zu viele Verletzungen schon in dieser Saison. Zumindest für meinen Geschmack zu viel. Schindler. Jetzt vielleicht nochmal schön die Flanke darüber. Oh, warum macht er den nicht? 30 Minuten. Wir sind am Stissel. Sophia Tomala gerade im Abgang. Frei vorm Tor. Aber nutzt er nicht. Der Langford. Und Verletzung Osave. Awuku kommt rein. Osave einfach kaputt. War doch erst verletzt. Der war doch erst verletzt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Deswegen ganz schnell ausgewechselt, damit er sofort ab ins Krankenhaus, falls da was Schlimmeres ist. Oder eben einfach sich ein bisschen schon kann. Und das ist doch auch faul, Jungs. Och, come on. Da wird ohne Ball einfach der Fuß weggeschlagen. Fuß weggetreten. Also ich muss ja leider sagen, die Schiedsrichter in FIFA 18 sind völlige Katastrophe. Habt ihr schlimme Sachen mit den Schiedsrichtern erlebt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Denn mir bereiten die immer wieder mal so richtig doll Kopfschmerzen. Das ist schon nicht mehr heilig, was die da machen. Oh, das war... Ja, ja, das war... 1-0 führen wir. Wir hätten da gerne hier nochmal einen weiteren Treffer. Oh, der verspringt. Ja, den habe ich mit Druck gespielt. Der hüpft ihn da vom Fuß. Oh nein, das war meiner. Das ist mein Fehler. Mein Fehler. Verdammt, oben sind sie frei. Abseits. Uff. Also ist völlig gut. Völlig in Ordnung. So, ich kriege hier noch Nachrichten rein. Das ist ja schön. Ah. Super. Okay. Ging um eine WoW-Raid-Gruppe. Also, ob wir das mit den Kollegen zusammen spielen wollen. Also, zwei Kollegen und ich wollen so ein bisschen World of Warcraft zocken. Da habe ich halt einfach mal Bock, so andere Sachen zu spielen. Nicht immer nur dieselben Sachen, nur FIFA. Aber da wird es ja sicherlich nicht so viele unter euch geben, die da auch so das spielen. Sehr schön. Leverenz. Ich glaube, Leverenz hat sogar 4 Sterne Skills, oder? Ja. Aber er ist halt zu langsam. Der Skill läuft in Zeitlupe ab. Und da ist jetzt Drexler mit dem flachen Schuss. Der Keeper ist rechtzeitig unten. Der war halt einfach nicht gut und hart gespielt. Und den hätte ich haben sollen. Aber das ist alles völlig in Ordnung. 1-0. Da sind wir sehr gut davor. Und ich gucke mir das Ganze mal an. Was sagt die Spielinfo? Da sind wir mit 7-2 Schüssen doch eindeutig die bessere Mannschaft. Wir machen den Druck, Heidenheim kommt nicht so richtig ran und
Da machen wir weiter. Und das wird der Schiedsrichter gleich wieder pfeifen, hätte ich fast gedacht. Oh, damn it. Yo, 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 yo. Schnatterer. Mit der nächsten Flanke. Keeper. Okay, Abstoß. Auf außen gespielt. Ja. Zack, ab die Bohne. Ja. Ah, ist echt schon schade, dass uns da der Osave jetzt kaputt gegangen ist. Hermann. Oh! Zu lang gezögert mit dem Abschluss. Ich muss irgendwie erst wieder reinfinden mit der Mannschaft. Hab die halt jetzt schon wieder länger nicht gespielt. Aber dass wir führen, ist völlig gut. Das ist richtig in Ordnung. Sehr schön. Gut, Jungs. Awuku! Nein! Awuku hat's probiert. Da stand irgendwas über Acemi. War der gerade im Wechsel oder was? Also, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Wo wir überhaupt stecken insgesamt. Eberle. Okay. Der hier ist natürlich super nice. Ich würde ihn vielleicht mal reinholen für Drexler in ZOM. Und ich würde vielleicht auch nochmal bei Duxch was wechseln. Ist natürlich jetzt hier auch kein richtiger Stürmer. Das mal vielleicht so. Duxch kann eigentlich noch ein bisschen. Wir warten nochmal. Wir holen ihn da ins ZOM, den Burri. Drexler war nicht mal ganz so frisch. Einfach mal gucken, ne? So ein bisschen rotieren, ein bisschen mal ein paar andere Spieler reinkommen lassen. Haben wir dran. Sehr schön. Gut, gut, gut. Ah, nee, das war nicht ganz optimal gedacht. Die Idee dahinter war schon, dass er ihn ausläuft, aber den habe ich nicht richtig gespielt. Und das ist ein sauberes Ding. Da ist er, der Duxch. Zum Glück nicht ausgewechselt. Und das ist das 2:0. Jungs, sehr schön gemacht. Ein Freudentaumel. So freut mich das. Genauso will ich das sehen. Oh, wunderbar. Und da laufen sie zu zweit auf ihn, dann hat er gar kein Problem. Na, zack, bumm, drinne. So. Okidoki. Ich habe nebenbei, ich habe mal meine Grafikkarte ein bisschen geboostet. Mit dem MSI Afterburner. Weil ich glaube, mir fehlt echt so ein bisschen Rechen- oder Grafikpower. Ich glaube, ich muss wirklich mein System upgraden. Das kostet mir aber echt zu viel Kohle. Und deswegen muss ich da so ein bisschen mit Overclocking an der Geschichte arbeiten. Weil ich bei FIFA so kleine Probleme beim Aufnehmen habe, beziehungsweise beim Streamen. Oh. Ja, muss ich mal schauen. Grafikkarten sind aber einfach zu teuer. Wenn ich jetzt da upgraden will, auf was weiß ich, eine 1070, 1080, so um den Dreh, bezahle ich halt schon locker 500 Euro. Und ja, das ist halt nicht das, was ich gerne jetzt ausgeben kann und möchte. Ah, das war nicht. Da habe ich überlegt, oh, das geht zu weit nach außen, es geht zu weit nach außen. Schießt du? Ja, abbrechen. Und dann hat er doch geschossen. Na gut, aber ist in Ordnung, ist in Ordnung. Wir sind auf jeden Fall sehr gut davor. Auswechseln könnten wir gleich auch wieder. Wiedersehen, wird er gesungen. Ah, das ist immer ein bisschen sehr spöttisch, ne? Okay. Ja, jetzt kommen sie nochmal ran. Heidenheim dreht auf. Ah, da haben wir kein Problem. Da haben wir kein Problem. Weiter Ball. Und jetzt juckt mir die Nase. Sehr schön. Und da unten, da ist Platz. Leverenz, der kann nicht mehr. Macht nichts. Oh. Oder macht doch was, ja.
Hat nicht mehr so den Bums. Vielleicht an der Stelle dann mal wechseln. Wir haben nur noch eine Auswechslung. Schweren Herzens. Everens. Wenn der Ball ausgeht, ist er raus. Verhoek. Da, gar kein Problem. Hat der Keeper. Sehr gut, Duxch. Das ist doch ein klarer Elfer! Das gibt's doch nicht! Er berührt nicht den Ball und ballert ihn im Strafraum um. Das ist doch nicht nur Körperkontakt, oder was? Das ist doch nicht... Das ist doch nicht euer Ernst. Also, könnt ihr mal gerne schreiben. War das Elfer oder war das nicht? War das einfach nur... Der hat den doch richtig einen Bodycheck gegeben. Das ist doch nicht normal. Das habe ich auch schon mal vor ein paar Minuten gesagt. Ich bin mit der KI... Mit der CPU überhaupt nicht zufrieden. Also die ist ja Katastrophe. Die, also CPU schiedsrichtermäßig. Die pfeifen ja Sachen eben nicht, die da sind und andersrum. Und hast du nicht gesehen? Deswegen ist das schon ein bisschen schwierig. Ah. Und da ist das Ding. 3-0. Das haben wir klar gemacht. Obwohl der Schiedsrichter da so ein bisschen mich nervt. Es gibt wirklich Spiele, wo du halt richtig am Kämpfen bist. Ja, kurz davor irgendwie noch irgendwas zu kassieren und dann gibt der Schiedsrichter nichts und was weiß ich. Das ist dann halt auch einfach sehr bitter. Ist bei uns jetzt hier zum Glück nicht irgendwie schlecht ausgegangen. Das 13-0 jetzt hier gemacht, ist völlig in Ordnung. So, come on. Bleiben wir dran. Ja, abseits. Ja, ich hatte gedacht, da wäre noch irgendwie was, aber die sind ja völlig offensiv, die Heidenheimer. Die wollen wenigstens irgendwie noch einen Anschlusstreffer oder was wollen die? Weiß es nicht. Upsala. Ja, also, man sieht, auch das Training mit Squad Battles hat sich auf jeden Fall ganz gut gelohnt. Legende ist kein Problem. Ich möchte aber auch nicht irgendwie jetzt unnötig Schwierigkeit noch hochstellen, indem ich die CPU anpasse, sondern ich will das Spiel so genießen, so wie es geplant ist und wenn das eben heißt, ich bin stark oder eben nicht, dann ist das eben so. Und das war 4-0. Also ein ganz klassisches Squad Battles Ergebnis, eigentlich ein 5-0. Sehr schön. Und das ist der neue Mann, ne? Sein erstes Tor, glaube ich. Die Nummer 13. Und das zu Hause. Vor heimischer Kulisse, völlig in Ordnung. Jungs, so ist das gut, da bin ich zufrieden. Burri, Leandro Burri. Ja, wir haben jetzt sehr viele Italiener über das Jahr gesammelt, haben da gescoutet und müssen dann so langsam vielleicht mal auch eine andere Region uns auswählen. Aber, das haben wir geschafft. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Erste Hälfte lief noch nicht ganz so gut. Osave dann auch nochmal verletzt. Ja, und dann hier die Tore 86. und 90. Das liegt halt einfach daran, dass die CPU halt einfach da komplett offensiv schaltet, weil die halt auch nochmal, ja, was reißen wollen. Und wir sind eindeutig die bessere Mannschaft. 88% Passgenauigkeit, 57% Schussgenauigkeit, Ballbesitz ist ausgeglichen. Und Leandro Burri nochmal eine 9,6 dafür, dass er heute das erste Mal dabei war. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er gespielt hat. Kann man das hier auch sehen? Nee, ne? Das sieht man nicht direkt, wie viele Minuten. Aber ist okay, kann ich ja gleich im Hauptmenü nachgucken, wenn ich denn unbedingt möchte. Also drücken wir die Daumen, dass Düsseldorf nicht noch Punkte macht. Angebot. Ich guck mal, ob ich neu laden kann. Ah, Mist. Ich habe vergessen, dass ich das annehmen noch soll. Das muss mir ja auch einer sagen. Weiß ich doch nicht. 15:09 Uhr. Okay, mal gucken. Das ist direkt nach dem Spiel. Okay, dann müsste jetzt Übereinkunft dann kommen. Okay, Übereinkunft. Jetzt muss ich darauf gehen. Oh, meine Güte. Sorry, Leute. Ja, dann nehmen wir das mal an, ne? Also,
habe ich einfach nicht gecheckt, dass ich das da noch annehmen muss. Bin halt einfach schon zu lange nicht mehr hier drin. Und das ist wirklich ein bisschen blöd. Aber dann auf jeden Fall der Rest. Nächste Folge ist dann das Spiel. Ich hoffe, es bleibt auch bei der Tabelle gleich, wenn nicht da irgendwelche Ergebnisse noch anders gekommen sind. Bochum hat einen Punkt mehr. Boah, gut, da muss ich mit leben. Genau. Nee, Düsseldorf hat gewonnen. Deswegen. Ach du meine Güte. Okay, ja gut. Ist halt so. Damit muss ich leben. Ich habe halt einfach das vercheckt. Und dann muss man halt irgendwann das neu laden. Weil ich wollte ihn ja gerne verkaufen. Plötzlich haben sie nicht. Einfach nicht gecheckt. Sorry, tut mir leid. Aber ist ja jetzt auch soweit alles in Ordnung. Nächstes Spiel steht an gegen... Ja. Jugendspieler will weg. Messerli will seinen Vertrag auflösen. Oh, da müssen wir gucken. Oh, welcher Messerli? Dario? Ganz kurz Oh, meine Güte. Welcher Jugendspieler ist Theo Messerli? Okay. Theo Messerli. Ja, dann müssen wir den wohl einen Vertrag anbieten, ne? 78 bis 84. Profi-Themen übernehmen. Dann werden gleich noch andere Sachen kommen, wo Spieler eben weg wollen. Okay. Gut, dann geht's, wie gesagt, in der nächsten Folge weiter mit dem Spiel gegen Bielefeld. Jetzt noch einmal Leonardo Utzinger. Ja gut, auch dir möchten wir noch mal ein Angebot machen. Vorausgesetzt, der lohnt sich. Aber hatte ich ja eigentlich Leonardo Utzinger, der Torwart, 74 bis 88. Ja gut, Profi-Themen übernehmen und dann nächste Saison verkaufen oder so. Ja, ist ja auch kein Problem. Alles klar, dann vielen Dank. Ich bin erst einmal raus. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, auch jetzt hier bezüglich des neuen Formatstruktur, dass wir hier die Spiele einfach komplett ganz spielen und so weiter. Ich bedanke mich, macht es gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, bis dann.